Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich an einem Stammtisch, an dem wir heute über ein Thema sprechen wollen, das nicht ganz einfach ist. Und deshalb habe ich mir bei dieser Angelegenheit höheren Beistand gesucht, also zum einen von einem Pfarrer Rainer Schüssler, dann einen Menschen, der sehr heimatprägend ist, nämlich einen Gastronom, weil wir eben über dieses Thema Heimat mehr sprechen wollen. Was ist Heimat, wo kommt Heimat her? Und die Dame an unserem Tisch, wie man ganz deutlich sieht, sie ist jetzt nicht unbedingt so der bayerische Heimatmensch, sondern ihr Vater war Nigerianer, glaube ich, die Mutter Griechin, und sie sind in München aufgewachsen. Ja, so schaut's aus. Finde ich toll. Wie wurde Heimat bei Ihnen erzeugt? Geografisch oder? Ja, die Geschichte war ja, dass wir von Köln kamen. Oh. Ja, Wahnsinn, gell? Aber München ist die Heimat. Da sind wir aufgewachsen, da haben wir die Kultur angenommen, die Traditionen, selbst irgendwann die Sprache. Mhm. Und das ist das Gefühl, ich gehöre dazu, ich bin da daheim. Da bin ich daheim. Und ich habe vor kurzem entdeckt, das war auch hochinteressant, was eigentlich mein Arbeitsfeld ist oder beziehungsweise was mein Beruf ist. Weil normalerweise denken die Menschen, ich fahre auf dem Bus durch die Stadt und dann treffe ich da Menschen und spreche mit denen. Und dann hat mir irgendjemand mal gesagt, Herr Griebel, was Sie machen, ist eigentlich etwas, was in mir dieses Gefühl für Heimat erzeugt. Und da war ich hoch erstaunt und ich fand das sehr interessant. Und da jetzt mir im Augenblick ja in so eine politische Ära hineinschlittern, in der praktisch in Bayern ein Heimatministerium diese Aufgabe ja mit übernimmt, wo es im Bundestag eine Partei neu Einzug gehalten hat, die so ein bisschen, ich möchte mal sagen, heimattümelnd unterwegs ist. Na, ich würde sagen, da geht es nicht um die Heimat. Das hatten wir schon mal in unserem Land in der Nazizeit. Da geht es um Heimatkult. Da wird etwas sozusagen überzogen in eine Ecke, wo die Heimat eigentlich gar keinen Platz hat. Wir sollen einfach nur feststellen, dass es noch nie so viel entwurzelte, heimatlose, deportierte, wie sagt man, disabled persons oder was, displaced persons gab als im 20. und jetzt im 21. Jahrhundert. Deswegen ist der Begriff so Heimat so furchtbar wichtig. Dass er, der hat ja verschiedene Nuancen. Er ist ja nicht nur lokal, ob Nigeria oder Köln oder was, angeordnet. Heute hat Heimat vor allem eine innere Zuflucht. Ich bin der Meinung, man sagt ja immer, der Mensch ist das Wesen, das sich am besten allen Lebensumständen anpasst. Wir sind klug, wir können vom Nordpol bis zu den Tropen überall leben. Und gerade diese Anpassungsfähigkeit ist nur möglich, weil das Wesen des Menschen immer so eine Art Redut, wie der Salimpasser, ein Reduit, einen Rückzugsort braucht. Und das ist Heimat. Und darum ist dieser Begriff Heimat aktueller denn je, muss geschützt werden vor so Blut- und Boden-Ideologien, wie es war und wie es wieder aufgebracht wird. Heimat, einer hat einmal ein wunderschönes Wort zur Heimat gesagt. Heimat ist ein Stück vertraute Welt, durchweht von Liebe. Ein Stück vertraute Welt, durchweht von Liebe. Wissen Sie, wer das gesagt hat? Ich habe es nur gelesen. Das ist aber hochphilosophisch, das Ding. Ja, ist doch toll, oder? Herr Stingl, empfinden Sie denn Heimat? Was ist für Sie Heimat? Genau, was der Pfarrer gesagt hat. Das ist sehr, sehr zeitig. Ich glaube tatsächlich, Heimat ist da, wo man sich heimlich fühlt, oder? Da, wo man sich gerne daheim fühlt. Also ich finde es mit dem in der Straßenbahn sitzen, der Heimat, was du machst, finde ich, trifft das schon ganz gut, wenn man dich da sieht und was du mit den Leuten besprichst aus dem Alltag raus, wo sie sich befinden, ob sie jetzt schon 20, 30, 40 Jahre hier sind. Auch Leute, die bei uns arbeiten, die sicherlich noch nicht so lange in Deutschland sind, die sich hier relativ schnell deutsche Sprache lernen, sich dann hier wohl besser aufgehoben fühlen oder sicherer fühlen und es dann irgendwann als ihre Heimat sehen. Also ich habe mal lange überlegt, wie ich das definieren müsste, wenn man mich fragt, was für mich Heimat ist. Und also, was mir primär einfällt, ist, dass ich die Aktion meines Lebens nicht erklären muss. Also beispielsweise, warum ich gern Schweinsbrunn ist. Oder warum für mich Bier zum Beispiel jetzt keine Spirituose ist, sondern ein Nahrungsmittel. Oder in mir
die Kindergärtnerin von meinem Bruder sagt, Herr Griebel, Ihr Sohn hat einen guten Wortschatz, er kann mit diesem Wortschatz gut umgehen, aber er benutzt nie das Imperfekt, das ist mir aufgefallen. Dann habe ich zu der Frau gesagt, Sie passen es auf, im Bayerischen gibt es das Imperfekt ja nicht. Also das ist etwas, wo ich normalerweise dann weiter ausholen müsste und sagen müsste, wenn ich nicht dieses Heimatgefühl hätte, dann müsste ich sagen, ja, wissen Sie, in unserer Hochsprache ist der Imperfekt auch der Schriftform vorbehalten. Also ich muss das nicht erklären, sondern das weiß man eigentlich, das macht man nicht so. Jetzt ist es aber doch erstaunlich bei Ihnen, Frau Böhm, dass man offensichtlich auch so Heimatgefühl bekommen kann, wenn man, ich möchte mir sagen, jetzt nicht so deckungsgleich in so Gruppen hineingeht, weil ein Kind, das er praktisch sowas erlernt wahrscheinlich, sucht ja immer, sich möglichst ähnlich zu verhalten, möglichst gleich zu sein wie die anderen. Das war aber vom Äußern her nicht möglich gewesen. Ne? Ja, vom Äußern her war das nicht möglich, aber vom Verhalten her war es schon möglich. Und ein Kind sucht Identität und Identität ist letzten Endes Heimat. Aber wurde das akzeptiert von den anderen Kindern? Ja, vielleicht von einigen nicht, aber nach einiger Zeit dann schon. Ja? Ja, das habe ich Ihnen schon beigebracht. Das haben Sie aber, ja. Entwickelt man ein stärkeres Heimatgefühl dann in so einer Situation? Naja, man muss natürlich sehen, ich sehe uns so und so aus, so sehen die Leute in meiner Heimat nicht aus, also muss man sehen, dass man alle anderen Indizien nimmt. Ne? Irgendwann muss man die Sprache lernen, dann natürlich die Kultur. Die Kultur ist ganz wichtig und die Bräuche. Ne? Womit man da wieder beim kirchlichen Umfeld ja ist, ne? Weil ja sowas wie Kirchenfeiertage auch so gewisse Eckpunkte im Heimatgeschehen bilden. Ne? Ja, ich mag noch dazu sagen, das Kind unterscheidet sich in der Form vom Erwachsenen, dass das Kind die Heimat nicht sucht, sondern vorfindet. Mhm. Und dem Kind ist es jetzt völlig egal, ob es irgendwo als Roma oder Sinti-Kind in einem Zigeunerwagen auf die Welt kommt oder in einer Villa irgendwo in Nordrhein-Westfalen oder in Malibu oder sonst wo. Jedes Kind wird diesen Ort, wo es sich vorfindet, als Heimat erfahren. Und ein Kind macht auch nicht diese großen Unterschiede zwischen Äußerlichkeiten, Hautfarbe, welche Haartracht und so weiter. Obama hat es ja wunderbar auf den Punkt gebracht. Kein Kind wird mit Hass geboren. Und das Heimatgefühl wird auch nie verloren gehen. Auch bei unseren jungen Leuten, die wir beide, als mein Fachbundratsvorsitzender betreuen, diese jungen Leute empfinden Heimat auch für München. Aber das ist ein anderes, ein für meine Begriffe sehr sauberes Heimatgefühl. Es ist geprägt von Weite und Offenheit und frei bemüht um Freiheit von jeglicher Arroganz und Überheblichkeit und dem Fremden zu verachten. Das ist der Heimatbegriff, den unsere jungen Leute heute definieren. Und also Offenheit. Offenheit, ja. Und sich bewahren vor der Überheblichkeit und Arroganz, das Fremde zu verurteilen. Heimat ist etwas sehr Sensitives, etwas sehr in sich Ruhendes. Wir sind mobil bis dort hinaus. Wir steigen in den Flieger, 9 Stunden sind wir in Florida. Kein Problem. Und wir nehmen dieses Heimatgefühl mit. Und wir fühlen uns auch nicht entfremdet, weil die Überbrückung der Strecken, das geht ja immer schneller. Wir haben die Welt am Fernseher. Ich kenne viele Leute, die sagen, warum soll ich vorgefallen? Ich schaue mir das Traumschiff an, da sehe ich die schönsten Landschaften. Ich bin ja sehr heimatverbunden. Ich kriege ja schon Schweißausbrüche, wenn ich hinter der Allianz Arena bin. Nicht wegen der Allianz Arena, sondern weil ich von Minga weg muss. Wenn ich mal länger wie eine Woche weg bin und sehe am Flieger, dann denke ich mir, seht ihr, darf zwar, ihr habt es schön, ich muss noch bleiben da. Ist das nicht ein großer, hört mal, eine große Gnade, dass man so weit von der eigenen Heimat weg kann. Weil also ich zum Beispiel habe mein Heimatgefühl erst so richtig entwickelt, als ich nach dem Studium auf eine Weltreise ging. Ich habe damals fest vorgehabt, dass ich nach Neuseeland gehe und da unten Ingenieur für Verfahrenstechnik irgendwo, was weiß ich, mich produzierend tätig werdend dann niederlasse. Und dann habe ich langsam gemerkt, dass also, wenn es beispielsweise da in ein Lokal gewusst, schöne Flaschen Wein trinken, dann musst du diese Flaschen Wein selber mitnehmen. Das musst du mir vorstellen. Es ist irre. Ne? Oder es gibt da so viel. Und dann merkst du eigentlich, wie schön es daheim ist. Ne?
es ist schon fast eine Gnade, dass man überhaupt eine Heimat verlassen kann, also auf Zeit. Ja. Weil das heißt, ich habe eine. Ja. Und die noch größere Gnade ist es, dass man zurückkehren kann, dass man heimkommt. Wenn man dann vergleichen kann. Und das Vergleichen ist ja für den Menschen ganz wichtig, oder? Und dass ich weiß, wo mein Wurzelgrund ist, wo ich hingehe. Und das ist nicht nur territorial, auf das kommt es mir so drauf an. Ja. Unsere jungen Leute bilden diesen Heimatbegriff in sich aus. Und mit einer großen Würde, mit einem großen Stolz, nämlich diese Heimat anbieten zu können. Thema Willkommenskultur. Das waren ja nicht lauter Verrückte, die am Hauptbahnhof neigern sind, sondern das waren Menschen, die genau diesen Heimatbegriff verinnerlicht haben und sie angeboten haben. Und schön, dass ihr da seid. Man kann mit Heimat alles machen. Du kannst das verkitschen. Denk an irgendwelche Heimatabende, wo alle halbe Stunde Schulblattler kommen. Oder reden wir von unserer Wiesen, wie da Heimat verkitscht wird. Du kannst Heimat politisch missbrauchen. Du kannst das geografisch missbrauchen. Und der reinste Heimatbegriff ist wirklich der, der in einem selber entsteht. Dann haben Sie zum ersten Mal über Heimat nachgedacht. Als ihr reinkommen seit 14 Minuten. Na, aber ich sehe das schon auch so. Also ich weiß noch, als ich jung war, in meinem Dorf, wo ich gewohnt habe, da war natürlich damals meine Heimat, aber das hat sich in Grärbeut. Mhm. Aber dann habe ich lange in Gießen gewohnt und jetzt wohne ich seit 9 Jahren hier und bin viel in der Gemeinde tätig. Aber davor hat mich das nicht so interessiert. Aber für mich ist das auf jeden Fall Heimat, meine Ecke, mein Viertel, klar auch mein Wirtshaus. Aber ich freue mich jedes Jahr aufs Ostern, auf unsere Weihnachtsfeiern, auf unsere Sonntage und natürlich auch die Wiesen irgendwo. Und ich gehe gern hier und ich zirke mich gern so um. Aber das ist was, was ich entwickelt hatte. Ich würde jetzt sagen, mit 16 habe ich mich nicht so heimelig gefühlt, wie ich es jetzt mit ganz 35. Aber kann es nicht. Aber das ist eine Bahnentwicklung. Ja. Also ich sage, so wie du sagst, Rainer, unsere Ministranten oder die Jüngsten, ich glaube, die könnten dir das jetzt nicht so definieren. Aber wenn sie sich hier wohlfühlen, sage ich mal, messen wir es daran, dass sie halt gern hier sind und immer wiederkommen. Auch wenn die außerhalb studieren, sind sie am Wochenende wieder da. Ja. Und ich denke schon so, das ist schon ein Heimatgefühl, was dann entsteht. Mhm. Aber ich glaube, das muss, ich sehe, klar, wir als Kind hast du das nicht. Da gehst immer gleich mal, ob es ein Gefühl ist oder Bewusstsein. Was möchtest du sagen? Ja, ich wollte sagen, wir waren zum Beispiel in der Kirchgemeinde so verankert, dass wir mit 16 einen Volkstanzkurs gemacht haben. Mhm. Also eben diese Gebräuche, Tanzen gehört ganz, ganz gewiss dazu, die Musik gehört dazu, das Essen gehört dazu, aber auch eben diese Gemeinde und die Gemeinschaft und das Zugehörigkeitsgefühl zu einer Gemeinschaft. Verstehe. Na, was jetzt mir bei Ihnen noch als Frage geblieben ist, ist es wirklich so, dass man in der Pubertät erst lernt, Heimat zu fühlen und ein Heimatgefühl zu bekommen? Oder ist es vielmehr so, dass man sich plötzlich dieses Gefühls bewusst wird? Ob nicht dieses Gefühl für Heimat schon viel früher da ist, aber du nur dann dieses Gefühl empfindest, wenn du dann mit den Eltern nach Sirmione fährst oder mal, was weiß ich, nach Gran Canaria fliegst? So wie das man ein vertrauter Raum von Liebe durchweht. Mhm. Heimat wächst. Mhm. Wir haben hier bei uns, ich sage das immer sehr stolz eigentlich, weil es mit sehr hohem Risiko verbunden ist, keine Ministrantenplan. Das heißt also, ich habe entweder Ministranten da oder es kann da passieren bei einem schönen Sommersonntag, dass der Lohr mal täuscht ist und die liegen alle im Schirmbad. Sie haben da nicht irgendeinen und der Oberministrant muss auch nicht herhalten. Ja, aber kann man nicht Oberministranten, wir sind ein völlig freier Haufen. Kann da passieren, dass du dann ein WhatsApp kriegst aus dem Schirmbad, wo alle im Bikini drauf sind und runterschreiben, wir tun uns leid, wir konnten nicht anders. Und ich mache das deswegen so bewusst, weil ich sage, heute geht ja sowieso nur der in die Kirche, der tiefe Überzeugungstäter ist und der sagt, dieser Raum, dieser Ort hier ist mir Heimat. Wir sind hier im Schwulenviertel, wenn hier Schwule, wenn hier Transen mit uns Gottesdienst feiern, da bin ich sehr stolz darauf, weil ich sage, schau, die kommen in diesen Raum herein, weil er für sie Heimat ist. Ein Raum der Sicherheit, der Geborgenheit. Und genau dieses selbe Gefühl möchte ich auch für meine Kinder und meine Jugendlichen beanspruchen. Sie sollen bitte nur dann kommen, wenn es ihnen genehm ist, wenn sie wollen. Ich mag nur Überzeugungstäter mehr rum haben. Und die da sind, da weiß ich, die kommen, weil sie Kirche als ihr Stück Heimat angenommen haben. Und da sind wir eigentlich beim nächsten dabei. Ich kann eigentlich, wenn ich von Heimat rede, meinen Glauben nicht außen vor lassen. Ich habe zuerst von dieser Redoute, von dieser Redouille gesprochen, von diesem Rückzugsort. Wir haben eine Stelle im Johannes-Evangelium, was heißt, ich gehe und bereite euch eine Heimat im Himmel. Wir haben einen Paulusbrief an die Philipper, wo er schreibt, eure Heimat ist im Himmel. Das heißt also, diese tiefe Sehnsucht nach dieser Geborgenheit, die
das, was wir Heimat nennen, hat immer auch mit Gott und mit meinem Glauben zu tun. Ich fand ja eine hochinteressante Begebenheit. Wann war es jetzt gewesen? Vor einem Jahr ungefähr. Da war also Wiedergründungsfeier von der Gebirgsschützenkompanie Mittenwald. Mhm. Und mittendrin Charlotte Knobloch. Ja, ja, aber es war so, Charlotte Knobloch, ja. Ja, ist so eine elitische Kultusgemeinde. Fand sich, ich habe den Eindruck gehabt, die Frau hat sich richtig wohl gefühlt und es war für sie auch ein Stück Heimat. Ganz lustig war, dass sie natürlich mit zwei Leibwächtern oder drei Leibwächtern unterwegs waren und die hat sich jetzt mit Christen, wenn einer mit dem Gwar vorbeigelaufen ist. Gell? Das war wirklich, wirklich lustig. Und was sie erzählt haben, ist auch hochinteressant, weil es eigentlich könnte es fast so als latenter Beweis gelten, dass halt doch, was Heimat betrifft, auch die Genetik eine gewisse Rolle spielt. Weil wenn Sie von Kirche als Sicherheit sprechen, als Ort der Sicherheit, das erinnert mich so an die Wehrkirchen aus dem frühen Mittelalter. Ne? Wenn wir draußen in Heiligkreuz da in Fröttmanningen eine haben. Ne? Wo es jetzt früher, wenn dann so die Ungarn ins Land eingefallen sind, die Leute sich in die Kirche zurückgezogen haben und gewartet haben mit verschlossener Kirchentür, bis sie wieder weiter sind. Ne? Bräuche, Riten, jetzt Adventzeit, Weihnachten, Ostern, sind nicht nur Ausdruck von Heimat, sondern sie schaffen ja Heimat. Ja, ja. Und schaffen ja diesen Raum der Sicherheit. Mir ist Folgendes passiert. Ich kann es erzählen, weil ich vor kurzem gelesen habe, Bachmeier, Tegernsee, da fahre ich zu. Ich fahre mit dem Motorrad und komme in Tirol an einem Luxushotel vorbei. Riesenkasten, wie man es da kennt. Und dann fällt mir auf, dass vor dem Hotel auf der Hausbank sitzt ein uralter Mann mit seiner Pfeife. Und ich denke, den packe ich mir jetzt. Ja, wenn man Motorrad liegen steht, auf einer Kreppmilliarm, sage ich, kehren Sie zu dem Haus oder werden Sie zahlt fürs Rumsitzen oder was? Dann sagt er, nein, er ist der Urgroßvater. Und er hat hier, wo jetzt dieses Hotel steht, da war noch sein Hof, hat er noch die Heuballen da reingetragen. Sag ich, ja, und jetzt, sage ich, sind sie erschüttert, oder? Nein, sagt er, das kann ich jetzt nicht sagen, weil mein Bruder hat dann eine Wirtschaft draus gemacht, der Enkel hat dann schon ein Sporthotel draus gemacht und die Urenkelin, die macht gerade Praktikum in Miami in einem Luxushotel, die wird das dann auch mal wieder übernehmen. Und dann habe ich gedacht, schau her, der war nicht verbittert, gar nichts, ja, ja. Sondern das, glaube ich, macht Heimat aus. Darum habe ich gesagt, wir werden Heimatgefühle nie verlieren. Du bist immer in diesem Fluss der Zeit. Es wandelt sein äußeres Gesicht. Aber diese Grundstimmung, das, was Heimat ist, das ist in dem Urgroßvater genauso da, wie in der Enkelin, die gerade in Miami ist. Und Heimat wirst du nie verlieren. Und dieses tiefe Gefühl, ich bin zu Hause. Aber es wandelt sich. Es wandelt sich in der äußeren Erscheinung. Und ich bin sogar der Meinung, das ist wie so eine Art Reinigung, wie so eine Katharsis. Mhm. Selbst dieser nationalistisch-aggressive Heimatbegriff, den die Nazis gepflegt haben, der halt jetzt wieder aufgeworfen wird von politischen rechten Gruppierungen, selbst der hat es nicht geschafft, diesen reinen Heimatbegriff zu vertreiben. Stimmt. Ja. Wann taucht bei Kindern normalerweise dieses Gefühl für Heimat Ihrer Meinung nach auf? Also Sie haben ja mit Kindern früh zum Tor. Ne? Ja, mit Kindern und Jugendlichen. Ja. Und Heimat taucht eigentlich dann auf, wenn man ein Elternhaus hat und wenn man etwas hat, wo man zu Hause ist. Also bei Kindern ist Heimat sehr viel mit Zuhause verbunden. Mhm. Und auch mit dem, was sie zu Hause erleben. Also Heimatgefühl entwickelt sich durch Erleben, durch Erfahren, durch Erlebnis. Meine Frage ist, wenn man sich so Kinder in dieser Medienwelt vorstellt, sind diese vielen Einflüsse, in unserer Kindheit waren es Petticoats und waren es die Beatles und die Rolling Stones, ist es dann eher förderlich oder kann sowas irgendwann einmal dieses eigene Bewusstsein oder das eigene Gefühl für Heimat überdecken? Das muss Heimat einfach überstehen. So stark ist Heimat, dass sie da einfach mit fertig wird. Und es ist ja auch so, die Leute, die nicht mehr in ihrer Heimat sind, und wenn sie nur dort geboren waren, dann kommt irgendwann eine Verwirrung zustande, wenn man sie nicht ganz dringend damit beschäftigt. Sie werden von ganz vielen Adoptivkindern aus Indien, aus Mexiko, aus Brasilien erleben, dass die sind mit einem Jahr, mit einem halben Jahr adoptiert worden, waren aber davor in ihrer sogenannten Heimat. Ja, ja. Und bei denen tritt irgendwann Verwirrung ein. Also nur wenn der Mensch sich mit seiner Heimat arrangiert hat und weiß, wo er daheim ist, dann kann er glücklich sein. Also einen gesunden Wettbewerb gibt es da nicht. Die wissen wir das mal. Ne? Es kann ja auch durchaus förderlich sein. Ne? Naja, man kann seine Heimat auch verteidigen und seinen Heimatsbegriff verteidigen und sein Leben in der Heimat verteidigen und seine Bräuche. Aber das heißt ja nicht, dass man nicht weltoffen ist. Das heißt nur, dass man noch weiß, wo man daheim ist. Ja. Wissen Sie, ich denke oft an solchen Situationen an Berlin. Und
dann überlege ich mir, wenn ich mir so einen Berliner vorstelle, wo Berlin heute wäre, wenn es dort die Türken nicht gäbe. Verstehen Sie das mal? Entschuldigung, Bayern genauso. Wenn die nach dem Krieg nicht gekommen wären, dann hätten wir immer noch den Müll auf der Straße. Die sind ja hier auch zu Genüge geladen worden nach dem Krieg, um die Sachen zu tun, die keiner mehr machen will. Ich habe jetzt gerade überlegt, wann mir das erste Mal Heimat bewusst geworden ist. Ich muss, es kommt dann gleich so eine Negativmecke raus, da wo ich das erste Mal Heimweh gehabt habe. Ja. Ich depp mit 10 Jahren, gerade bin ich Strand gegangen. Darum mache ich nie mehr Preisausschreiben. Ich habe gewonnen. Wie? 14 Tage Waldhäuser im Bayerischen Wald. Ich war noch nie weg. Darum habe ich gesagt, ich mache nie mehr Preisausschreiben, weil wenn es Black kommt, gewinnst du noch. Und dann ist der Tag immer näher gekommen, dass ich da 14 Tage wegkomme im Bayerischen Wald. Und je näher der gekommen ist, umso mehr war ich eigentlich am Sterben. Und dann kam der Tag der Abreise. Und dann habe ich mit Mama in Leintrüm an der Agnes-Bernhard-Straße zur Trambahn gebracht. Und wie dann die Trambahn die zugegangen ist und sie draußen stehen geblieben ist, dann habe ich verstanden, was Heimat ist. Dann hat es mir die Sprache verschlungen. Und ich fühlte mich wie Ludwig der 16., auf dem Weg zum Schafott. Und wie alt waren Sie da? 10 Jahre. 10 Jahre. Gerade bin ich dran geworden. Und dann waren wir am Hauptbahnhof und da bin ich Stammiger geworden und dann im Zug drin gehockt. Ich habe nichts mehr geredet. Man redet nichts mehr, wenn man zum Henker geht. Und dann ist was passiert. Und dann ist mir Heimat bewusst geworden. Auf einmal, bevor der Zug abgefahren ist, stand auf einmal meine Mutter wieder am Bahnsteig. Jetzt ist sie mit der nächsten 19er der Trambahn nachgefahren. Weil die hat das gespürt, da ist jetzt was passiert. Das hat sie die letzten Tage schon gespürt. Ja. Aber sie haben nie mit mir darüber geredet, sie wollte es nicht schwerer machen, als schon war. Ja. Und dieses, dass sie mir nachgefahren ist, auf diesem Bahnsteig gestanden ist und ich sie gesehen habe, und auf einmal war alles weg. Ich habe die 14 Tage genossen, es war ein Traum. Der hat ihnen nur zugewunken, oder was? Nur da gewesen, nur da gewesen und geschaut. Und ich bin mitgefahren, ich habe keine Spur mehr gehabt. Es war nur der Weg von Agnes-Berner-Straße, Leim bis zum Hauptbahnhof. Also ein Bild praktisch. Und dann ist sie nachgefahren und dann habe ich gewusst, Heimat verlierst du nicht. Die läuft danach. Und da, glaube ich, habe ich das erste Mal bewusst als Mensch über den Begriff Heimat nachgedacht. Zwar aus einer negativen Erfahrung heraus, ich erlebe halt viele Kinder, die mit uns fortfahren auf Sommerfreizeit, die haben keine Spur von Heimweh. Ich frage dann, sag mal, hast du kein Heimweh, nur warum sie Heimweh haben? Da denke ich mir, vielleicht fehlt dem was. Nein, aber die sind nicht allein weggefahren. Ich meine, es ist ja Gruppenreisen, nicht umsonst Gruppenreisen. Ja, wir waren ja da 50 Kinder. Also 50? Aber ich habe halt gewonnen. Ich war noch einer von den 50, ja, also weil die 50 gewonnen haben. Aber die haben sie ja nicht Kind, oder? Waren das waren der Freund dabei? Nein, kein einziger. Ihre nehmen doch die Heimat mit. Ja, aber immer nicht zu mehreren Fahrt, oder? Die nehmen die Heimat mit. Die nehmen ihre Gemeinschaft mit. Aber sagen Sie mal, wie schlimm ist denn, oder wie wichtig ist denn so ein äußeres Erkennungsmerkmal wie Tracht oder sowas für so ein Heimatgefühl? Überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Also ich werde viel gefragt, warum ich es trage. Und ich sage dann immer, aber heute ist Mittwoch. Weil die Erklärung, es ist praktisch. Bist immer sauber anzogen, bist salonfähig. Hat mir mal einer gesagt, du läufst immer salonfähig rum. Im Winter ist ein bisschen zapfig, aber ansonsten. Ich überlege mir das genauso, wie ob ich jetzt rot zu weiß, grün zu schwarz oder Schuhe zur Weste. Das überlege ich mir schon auch, aber es ist mittlerweile, macht es mir Spaß und ich trage es halt einfach gern. Aber für viele, viele Menschen wundern sich oder haben sich am Anfang immer gewundert, warum denn heute schon wieder und was ist denn passiert, ist irgendwo ein Fest. Aber zu der Frage von, wann ich mir über Heimat Gedanken gemacht habe, ich sehe das schon auch so. Das ist schon als Kind genauso, wie der Pfarrer sagt, wenn ich heimkomme und mich da wohlfühle. Man nimmt es halt anders wahr. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, die man halt einfach so macht im Alter, wie man sich selber so sieht in der Gesellschaft und mit seinem Umfeld. Und als Kind machst du halt nicht so viel Gedanken. Da gehst du im Wald zum Spülen, wenn es finster wird, gehst du heim und kriegst was zum Essen, fühlst dich pudelwohl, gehst gern heim. Und das haben halt, glaube ich, nicht alle. Oder wissen wir auch, dass das nicht jeder hat. Und ich glaube, so entsteht es einfach schon. Du musst in der Heimat genauso reinwachsen wie in der Tracht. Ja. Ich glaube, das Kitschige an der Wiesn, was wir jetzt immer erlebt haben die letzten Jahre, ist, dass sie die Leute in der Tracht reingehört haben, obwohl es gar nicht zu einer gehört. Er ist ich trage wenig Tracht, wir haben als Kinder auch wenig Tracht. Also ein Janker, ich habe auch mal kurze Lederhosen, aber die ist wirklich Seiten. Aber Trachtenjanker fährt gern. Das gehört irgendwie zum bayerischen Pfarrer vielleicht dazu. Aber sonst muss man einwachsen. Ich darf mir nie in einen Trachtenverein gehen, weil du wachst als Kind rein oder du bist raus. Ja. Frau Böhm, wir nähen uns dem Ende und der ersten Halbzeit. Ja. Wollen Sie ein Schlusswort finden? Ja, klar. Heimat.
Heimat und Identität sind eigentlich dann auch die Personen. Und das hat man jetzt ja auch aus den Erzählungen gehört. Ja. Wenn die Personen da war, die Mutter da stand, die Pfarrgemeinde mit war, dann hatten die Kinder kein Heimweh. Und die Heidi, die so furchtbar Heimweh gehabt hat, eigentlich der Inbegriff von Heimweh, die hatte einfach weder die vertraute Umgebung, aber vor allem war ihr Großvater nicht da und niemand aus dem Dorf. Und Heimat ist dann eben auch die Personen, die mich umgeben und meine Eltern, meine Familie. Und das wollen wir behalten. Damen und Herren, geben Sie mir das Büdel, was da hinten steht. Bevor ich Sie jetzt zum Kühlschrank entlasse, schauen Sie mal, das Büdel, das habe ich heute hier, Westermühlstraße ist das, gell? Ja. In der Westermühlstraße auf einem Sockel stehend gesehen. Ich weiß nicht, warum das da gestanden ist, ob es jetzt die Anna aus der 6C einfach nur vergessen hat, weil sie ins Haus reingegangen ist, weil es ist so ein hübsches Bild und es wäre wirklich schade, wenn es jetzt da beim nächsten Regensturm oder beim einsetzenden Schneefall vergammelt. Also ich lasse das Anna da und wenn dann die Anna aus der 6C kommt, Anna, du kannst es hier abholen. Ne? Es ist hier in guten Händen. Und du kannst es auch da lassen, hängen sie es an die Wand und dann freuen sich die Gäste drüber, wenn sie ein Bier trinken. Also, meine Herren, Herr Böhm, stehst du mal zusammen. Kleine Pause, Damen und Herren. Und dann werden wir noch ein bisschen über Heimat sprechen und über die Einflüsse und so weiter und so fort. Es gibt viel zu reden. Seien auch Sie dabei. Prost. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder im Maximilian mit der Frage, was ist für Sie Heimat? Wir wollen heute wieder, was heißt wieder, im zweiten Teil unserer Sendung nochmal über Heimat sprechen. Ich habe es vorher schon gesagt, warum. Also für mich war die Tatsache, dass Bayern jetzt ein Heimatministerium hat, ein großes Fragezeichen. Herr Böhm, Sie haben das vorher gut formuliert. Ich möchte Sie jetzt nicht auffordern, Ihre Definition. Also, jede größere Stadt braucht ein Ministerium und das Heimatministerium ist halt dann dahin gekommen, wo auch der Minister war, der das Heimatministerium hat. Und es war schon auch genau wie das Gesundheitsministerium jetzt darüber kommt, war das ein vorauseilendes Zugeständnis. Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das damit zu tun hat, dass ja dieses Bayern, was so, es gibt ja doch diesen berühmten Spruch, ich weiß gar nicht, wie Sie den jetzt einschätzen, wo man sagt, also Deutscher wird man durch Geburt, Bayer durch Gottes Gnade, ne? Der inhaltlich vielleicht zu einer gewissen Überhöhung dazu zu zählen ist. Ja. Ich höre mich mehr an Nietzsche, wie dem, der keine Heimat hat. Mhm. Wie gesagt, auch wenn er Preistracht tragt, habe ich nichts dagegen. Wichtig ist, dass er bei sich zu Hause ist, aber mir ging er schon so weit und sagt, nur Bayer darf der Tracht tragen. Es gibt eine nette Geschichte, ich habe einen Onkel gehabt, der ist vor ein paar Jahren verstorben, der echt im Giersinger, München, Giersinger, aber evangelisch halt. Und der hat da hinter Rosenheim gelebt mit meiner Tante und der hat auch gern Lederhosen getragen. Und dann ist eines Tages der Nachbarbub rüber und hat meinen Onkel in der Lederhosen gesehen. Dann sagt er, ja Hans, du hast ja Lederhosen. Sagt er, natürlich habe ich Lederhosen. Sagt er, aber du bist doch evangelisch. Und seitdem war der Hans immer der mit den evangelischen Lederhosen. Also immer wenn der Kumpel hat jeder gesagt, hast du wieder die evangelischen Lederhosen. Da sieht man mal wieder, gell, wie Heimat sehr eng begrenzt wird. Und das ist eigentlich widersprüchlich. Heimat ist wohl ein durchlebter Raum. Aber eben ohne Offenheit, ohne Weite ist er ein verzerrter Raum. Heimat lebt eigentlich nur dadurch, dass er offen ist, dass er zulässt, dass er reinlässt und dass er sich nach außen öffnet. Wieso machen die da drüben irgendwie in Amerika, wo die viel Deutsche sind, ihre Oktoberfeste? Weil sie da ein Stück Heimat wieder importieren, wieder aufleben lassen. Weil sie ohne dieses Stück, das in ihnen drin ist, nicht leben können. Also ich sage das jedes Jahr gern wieder zu den Leuten, die sich über die Tracht aufregen, gerade auf der Wiesn, wer alles eine Tracht trägt. Und da sage ich immer, ich finde es eigentlich schön, weil die Leute ziehen sich das an. Und das Beste daran ist, dass wir alle gleich sind. Das ist wurscht, was du, ich weiß nicht, wer du bist, aber du hast die Lederhosen an. Erstmal schauen wir gleich aus, erstmal begegnen wir uns auf einer Augenhöhe. Und das finde ich eigentlich immer was sehr Sympathisches, weil keiner sich herausheben kann so einfach. Klar kann er sein Gewand so wählen, dass man sieht, da steckt was dahinter. Aber erstmal, auch wenn es viele als Karneval oder als Fasching deklarieren,
sehen sich ja auch manche so und die nehmen es mit nach Hause, nach Australien und sagen, schau, was ich mir gekauft habe. Aber ich finde es erstmal immer schön, dass man sich auf einer Augenhöhe begegnet. Ob das jetzt dann gleich für jeden Heimat sein muss, das ist wieder eine andere Frage. Aber ich finde, erstmal transportiert man anscheinend irgendwas. Mir hat es immer gefallen, weil ich gewusst habe, wenn der da drauf kommt, er hat sich vorbereitet auf den Wiesnbesuch. Der ist nicht einfach so ausgefallen und dann knallt er mir einen Zehni und bringt mir ein Wasser oder was. Er hat sich vorbereitet. Sie im Dirndl, er vielleicht in der Lederhose. Man hat sich überlegt, soll ich die schönste Dirndl hernehmen? Manchmal habe ich schon gedacht, das ist fast zu schön für die Wiesn. Gell? Bis die umschaust, hat er nicht drüber gespielt. Das kann man ja rauswaschen. Aber man geht vorbereitet in etwas rein. In die Oper gehe ich ja auch nicht jetzt einfach so, sondern das schaue ich, welchen Anzug, welches aufbügelt und so, um nach außen hin zu zeigen, was mir die Veranstaltung wert ist. Mhm. Und vor allem die Leute, die mit dabei sind, weil das ist zugestimmt. Mit der Tracht auf die Wiesn geht, den ich auch nicht kenne. Ja. Wir sind als Kinder, als Jugendliche, nie so gegeben. Aber meine Jugendlichen, wenn die auf die Wiesn gehen, die gehen in Tracht. Und das gefällt mir, weil sie damit etwas äußerlich aufwerten, was einen wichtigen Bestand und ein Kulturgut auch für uns ist. Und auch ein geistiger Heimat ist. Muss ich was sagen? Ja, ist ja insofern auch Identität, dass sie das Rollenbild Mann und Frau da ganz klar getrennt haben in der Tat. Sie sind immer so bescheiden, sie müssen neireden, sie müssen vorpfeilen, sie sind die Frau hier am Tisch. Ich bin kein bescheidener Mensch, aber ich höre ja trotzdem gern zu. Wahrscheinlich ist das genau der Grund, weil sie sagen, sagen Sie mal, dieses Offene, von dem der Pfarrer gerade geredet hat, ist das für alle Menschen, die dieses Heimatgefühl haben, gleich? Oder glauben Sie auch, dass manche Heimatgefühle eher ausgrenzend sein können? Auf jeden Fall, wenn man jetzt mal denkt, die Vertriebenen zum Beispiel, die haben ein sehr starkes Heimatgefühl und sie haben es oft noch zu ihrer Heimat der Großeltern. Also gar nicht zu der Heimat, in der sie jetzt leben, sondern zur Heimat der Großeltern. Aber wenn sie es dann hier haben, dann versuchen sie welche, die wieder ankommen und hier noch nicht zu Hause sind, auszugrenzen. Also gerade bei Vertriebenen oder bei Migranten, die sich hier gut etabliert haben, erleben sie das immer wieder, dass die versuchen, die anderen, die jetzt erst ankommen, als Fremde zu bezeichnen. Auch weil sie Angst haben, dass sie selber wieder als Fremde bezeichnet werden, wenn es so viele davon gibt. Dann verlieren sie nämlich zum zweiten Mal ihre Heimat. Ja. Und es gibt ja auch zwei Heimaten. Die Türken haben sicherlich zwei Heimaten. Die sprechen zu Hause Türkisch, die haben die türkischen Gebräuche, die fahren im Sommer in die Türkei und die leben sonst hier. Also haben die eigentlich zweimal Heimat. Es ist ja sehr viel die Rede von Wertekultur, hat auch mit Heimat zu tun. Wir verlangen oder wir erwarten von Asylanten, von Flüchtlingen, von Leuten, die hier leben wollen, dass sie unsere Kultur akzeptieren. Da erwarte ich aber nicht, dass er das hier als seine Heimat empfindet. Im Gegenteil, ich erwarte eigentlich, dass für meinen Syrer, Syrin die Heimat bleibt. Für Afghanen, Afghanistan, für meinen Iraker, Irak. Sondern ich erwarte, dass er hier die Spielregeln akzeptiert, die notwendig sind. Jetzt können wir ins Detail gehen, das wollen wir aber nicht. Wie weit ist dann ein Burka-Verbot noch zulässig und so weiter? Das müssen wir anders regeln. Spielregeln, einfach wie man miteinander umgeht, Gleichstellung der Frau und so weiter und so fort, Gleichberechtigung. Aber seine Heimat muss Syrien bleiben, weil nur dann hat er eine Chance und auch die Weltgemeinschaft, dass er, wenn die jetzt es wirklich schaffen, dass der unter Frieden einkehrt, dass er sagt, jetzt gehe ich wieder in meine Heimat. Ich war mal im Urlaub in Thailand, stell dir das vor, auf Khao Lak. Und als ich an dem Morgen zurückfuhr, dann haben wir in der Hotellobby auf unser Taxi gewartet und dann fiel mir in der Rezeption ein junger Mann auf, vielleicht 16, 17 Jahre. Und er hat perfekt Deutsch gesprochen. Da sage ich, wieso redst du so gut Deutsch? Da sagt er, weil er in München-Pasing aufgewachsen ist. Und dann war der Tsunami, und dann war er mit der Schule fertig und dann hat er gesagt, und jetzt gehe ich heim und Hilfe aufbauen. Da, das macht Heimat aus. Der als kleiner Bub weggekommen ist nach Deutschland, dort in die Schule gegangen ist, ausgebildet worden ist, Hotelfach und das alles. Und jetzt ist er zurückgegangen, um seine Heimat aufzubauen. Da ist ein Trieb, da ist eine Kraft drin. Und nochmal, darum habe ich vorher auch den Verweis auf die Bibel gebracht, der ist religiös. Und ich habe als Christ feste Überzeugung, dass ich eine Heimat im Himmel habe. Und wenn ich heute Sterbende begleite, dann fragen mich die nicht, was meinen Sie, Herr Pfarrer, werde ich weiterleben? Hat mich noch nie einer gefragt. Sondern die fragen mich, glauben Sie, dass ich meinen verstorbenen Vater oder meine Mutter wieder sehe? Sprich, dass durch den Tod unterbrochene Beziehungen wieder aufleben. Das ist Heimat. Dass Beziehungen, es gibt Beziehungen, die nie aufhören.
könnte ich jetzt weiter ausholen und von Alois Hinnerl sprechen, der seine Heimat ja auch nicht im Himmel findet, sondern im Hofbräuhaus. Gell? Aber ich möchte trotzdem die Gelegenheit nutzen, Damen und Herren, und noch wie mir so viele anderen Parteien am Herzen liegen, über einen Wandel sprechen, den ich bei der CSU wahrnehme. Die CSU war nämlich zu Zeiten von Franz Josef Strauß eine Partei, die wie Bayern war, die alles Fremdländische gern vereinnahmt hat. Die das in sich aufgenommen hat und als Chance betrachtet hat, sagen wir mal so, als Anregung. Und heute gibt es ein Heimatministerium. Und heute nehme ich gerade in der CSU immer mehr Strömungen wahr, die sich die ausgrenzen, die sich abgrenzen wollen, die ängstlich sagen, nein, ihr passt jetzt nicht so zu uns. Mir hat diese, als es mit dem Heimatministerium kam, habe ich sofort an die Institution der kirchlichen Dogmen mich erinnert gefühlt. Ich brauche ein kirchliches Dogma, um eine Wahrheit zu schützen, die eventuell gefährdet ist, verloren zu gehen. Ja. Es gibt zum Beispiel kein Dogma der Auferstehung, weil das ist einfach da. Aber andere Dinge, nehmen wir unbefleckte Empfängnis und so weiter, der breite Dogma, muss der Lehramt muss das erklären, das ist so und so. Und gell, damit das klar ist, behauptet ja nicht irgendwas anderes. Und das habe ich gedacht, wie jetzt auf einmal gesagt, jetzt haben wir Heimatministerium. Wieso brauche ich das jetzt? Ich habe das eigentlich als eine Mangelerscheinung erfahren. Früher haben halt das die Gruppen selbstständig gemacht. Da habe ich einen Trachtenverein, da habe ich einen Schützen. Die haben diese Form von Heimat abgedeckt. Dann im familiären Bereich. Das, was wir an Bräuchen gelernt haben in der Kirche, in der Pfarrei, in der Familie, das haben unsere Eltern gemacht. Das waren keine Angestellte eines Heimatministeriums, sondern Menschen, die hier verwurzelt waren. Meine Eltern haben einen Krieg mitgemacht. Die haben erlebt, wie man ihnen die Heimat kaputt schießt, kaputt macht. Und die hätten nie einen anderen dafür verantwortlich gemacht, außer natürlich den Menschen selbst, der sowas tut, vor allem nicht Gott. Und sie wussten nach dem Krieg, jetzt können wir auch nicht sitzen bleiben, jetzt haben wir die Ärmel hochkrempeln, jetzt bauen wir Heimat wieder auf. Da habe ich kein Ministerium braucht. Jetzt auf einmal brauche ich ein Ministerium. Jetzt nehmen wir heute den Namen, Söder wollte es, jetzt hat er es. Und jetzt? Ja. Mir ist da was ganz Peinliches passiert. Oder was heißt da peinlich? Ich komme halt aus der Museumslandschaft. Und dann sage ich, jetzt waren wir dann im Heimatmuseum. Ja. Weil es gibt ja auch das Stadtmuseum und ich habe wirklich Heimatmuseum statt Heimatministerium gesagt und habe erst nachher gedacht, dass ich ungefähr dasselbe darunter verstehe, ja, und dass jeder sein eigenes Stadtmuseum hat, jede Stadt hat das eigentlich, und von daher die Definition dieses Heimatministeriums ist ja nicht wirklich irgendjemand im Kopf präsent. Also ich wüsste nicht, was es darstellt. Also es stellt ein Teil des Finanzministeriums dar und ist in Nürnberg. Ne? Ich kann mir vorstellen, dass hier eine Schaltzentrale ist, wie öffentliche Gelder, wie verwendet werden, in welche Bereiche von Kultur, Brauchtum, Religion oder sonst was verteilt werden, damit Heimat gestaltet wird. Äußerlich, innerlich, geistig, moralisch, was auch immer da. Wenn dem dazu dient, einem verzerrten Heimatbegriff, nämlich Heimatkult, entgegenzuwirken, der vor allem politisch missbraucht wird, bin ich ja dabei, es ist alles gut. Aber ich bin der Meinung, es muss viel deutlicher mit der Öffentlichkeit kommuniziert werden, was da eigentlich geschieht. Also Sie glauben, Frau Böhm, als Psychologin, dass dieser Begriff Heimat nicht im Schwinden begriffen ist? Nein. Heimat ist im Wachsen, weil die Leute wollen Wurzeln haben, die wollen eine Identität haben, die wollen wissen, wohin sie gehören, die wollen ihre Gemeinschaft haben, ihre Bräuche, die wollen vor allem in der Globalisierung eine Heimat. Ich verweise nochmal auf Jesus von Nazareth, der spricht von Heimat. Er sagt, die letztgültige und alles prägende Heimat ist Gott Vater im Himmel. Was macht er dann? Er geht auf den, der eigentlich ausgestoßen ist, auf den Aussätzigen, auf den Kranken, auf den von Dämonen besessenen guten Menschen zu und nimmt ihn in den Arm. Keine Angst vor Berührung, keine Angst vor Ansteckung. Und das macht einen heimatbewussten Menschen aus, diese Weite und diese Offenheit, etwas zuzulassen. Und ich glaube, weil jetzt Herr Strauß genannt wurde, das war das Bayerner von damals. Auf der einen Seite die Besinnung auf die eigenen Wurzeln, aber dann hat er doch aus dem Bauernstaat Bayern einen Hochtechnologiestaat gemacht, weil er es zugelassen hat, reingeholt hat, dass wir uns halt auf gewandelt haben. Es zeigt im Prinzip eine Verunsicherung, wenn man das jetzt so betonen muss. Also eben das Straußbild der Heimat,
Das konnte einfach auch die anderen mit reinnehmen. Und das müssen wir dringend wieder lernen, dass wir so tief verwurzelt sind, dass unsere Heimat nicht da zu stören ist oder was, sondern dass wir Leute aufnehmen können in unsere Heimat. Und natürlich freuen wir uns, wenn sie dann ein paar heimatliche Gewohnheiten annehmen. Und dazu muss man halt auch sich selber im Klaren darüber sein, Damen und Herren. Ich weiß nicht, wie es Erna geht. Hören Sie einfach mal in sich hinein. Ich persönlich habe sehr schnell entdeckt, dass ich mich niemals als Deutscher fühlen kann. Ich weiß, dass ich wie ein Deutscher denke, weil ich also manchmal auch in der Lage bin, mich des Schriftdeutschen zu befleißigen und mich darin auszudrücken. Ich habe sogar schon Bücher geschrieben, Theaterstücke. Aber fühlen, verstehen Sie das Gefühl, diese Ursuppe meiner Persönlichkeit, meiner Individualität, das wird immer das Bayerische sein. Und das Sonja Zietloff, die war mal in einer Talksendung, hat sie gesagt, sie lebt jetzt schon seit Jahrzehnten in Bayern und sie fühlt sich jetzt als Bayerin. Da hat der andere gesagt, na, manchmal kann das Gefühl täuschen. Gell? Naja, es gibt ja auch diesen Spruch, wenn eine Katze im Fischgeschäft katzelt, werden sie lang keine Haring. Das gibt es ja auch, den Spruch. Und mein erster Pfarrer war ein geborener Berliner, aber aufgewachsen in Rottach-Egern, ein Urbayer. Und da hieß er nur Axel. Und der hat immer darunter gelitten, unter Herkunft und Name. Und dann hat sein Vater mir immer gesagt, ich versuche verzweifelt, meinem Sohn beizubringen, dass es völlig egal ist, wo dieser Hengst, dieses Rennpferd geboren wird, im Gestüt oder im Saustall. Hauptsache, es ist ein Hengst. Aber vielleicht darf ich enden mit meinem wunderbaren Satz aus dem Bozener Heimatlied. Und wenn auch irgendwann einmal, so leid es mir tut, mein Lebenslicht erlischt, dann freue ich mich, dass der Himmel so schön wie meine Heimat ist. Naja, das wäre mir dann zu religiös, weil... Der Himmel ist die ewige Heimat. Es gibt ja diesen wunderbaren niederbayerischen Gottesbeweis. Ich weiß nicht, ob es den kennen. Stängel im Sommer die Kühe auf der Wart und sind die Acker um ein Dummert voll droht. Und dann spüre ich im Herz drin, es muss doch was geben, wie ein Herrgott im Himmel und der ewiges Leben. Wie sagt der Ringelstädter, warum soll ich vorfahren? Mir gefällt es ja daheim schon. Damen und Herren, das war so eine kleine Inspirationsrunde zum Thema Heimat. Hangen Sie Ihrer eigenen Begrifflichkeit nach, überlegen Sie, warum Sie keinen haben oder wie einer geartet ist, Ihrer geartet ist. Und dann haben Sie einen ganz entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Das ist wirklich wichtig. Also ich bedanke mich bei Ihnen. Stellen wir nochmal zusammen, sind wir wieder gut. Für die Teilnahme, für die Einlassungen. Ihnen einen schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.